Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer wunderbaren Tutorial-Reihe zu PyTorch. Heute geht es wieder mal weiter und zwar wollen wir heute unsere Daten vollständig einlesen. Das heißt, wir wollen am Ende einen Tensor zur Verfügung haben, der die kompletten Bilddaten enthält. Wir wollen nicht alles auf einmal, wir wollen nicht einfach nur so, ja, nicht so machen, wie wir es jetzt aktuell haben, dass wir nur ein Bild einlesen, sondern wir wollen natürlich alle Bilder einlesen und alle Bilder vorverarbeiten und wir wollen natürlich unsere Label noch hinzufügen. So, und das ist, glaube ich, genug Aufwand für ein Video. Deswegen fangen wir direkt einfach mal an und ja, wir machen Folgendes. Wir importieren erstmal, from OS importieren wir natürlich listdir, damit wir durch unser Directory komplett durchlaufen können, also damit wir jede Datei in diesem Directory eben bekommen. So, coole Sache, das ist eigentlich schon das Wichtigste gewesen, dass wir das machen. Und jetzt wollen wir natürlich hier durch das komplette Directory durchlaufen. Dazu legen wir uns erstmal eine TrainingsDataList an. Die ist erstmal leer. So, und dann laufen wir da durch. Das heißt, for f in listdir. Verarsch mich nicht. Und jetzt wollen wir hier natürlich den Pfad einlesen. CatDog/train ist es bei mir. Slash natürlich nicht vergessen. So, für jede Datei, die hier drin ist, können wir jetzt eigentlich das hier machen. Das heißt, wir wollen natürlich jede Datei hier erstmal einlesen. Und sagen hier, klar, wir wollen nicht CatDog irgendwie Cat 0 einlesen, sondern wir wollen halt F einlesen. Das wollen wir natürlich für jede Datei machen. Ich kann euch erstmal ganz kurz Folgendes zeigen, wie so ein Print von F jetzt aussieht, damit wir ungefähr wissen, was jetzt der Fall ist hier. Ich mache das mal gerade kurz raus. So, F sieht folgendermaßen aus. Das sind einfach wirklich die Dateinamen drin, aber ohne Pfad. Deswegen müssen wir hier eben auch den Pfad vorne dranhängen, das heißt CatDog, Train und dann den Dateinamen. Sonst weiß natürlich unser Skript nicht, wo es eigentlich nach diesen Dateien suchen soll. Okay, dann transformieren wir das Ganze in einen Tensor und das Unsqueeze können wir uns hier eigentlich sparen. Denn, ja, das lassen wir erstmal drin, den Print hier unten, das hier können wir eigentlich auch rausmachen. Denn was wir jetzt haben wollen, ist Folgendes. Wir brauchen hier jetzt zwar einen Tensor, klar, aber wir müssen nicht unsqueezen, sondern wir müssen die verschiedenen Bilder aufeinander stacken. Das heißt, wir brauchen zwar am Ende wo ist es denn eigentlich hin? Das hatte ich doch da noch stehen. Egal. Wir brauchen zwar, wenn wir fertig sind, hier die Folge, die wir hier haben, also die Größe, indem wir hier eben sagen, okay, eine Dimension Batch Size, eine Dimension für die drei Bilder, die wir haben, eine Dimension 256 und eine nochmal 256, die beiden fürs Bild, die für die Anzahl an Bildern, die wir hier oben angelegt haben und die eben für die Batch Size, aber nicht nur von einem Bild, sondern wir brauchen eben mehrere Bilder aufeinander und deswegen lassen wir das Ganze jetzt erstmal hier oben so, wie es ist und das machen wir raus und jetzt stacken wir die ganzen Bilder. Und das ist was ziemlich Cooles eigentlich. Jetzt fügen wir erstmal natürlich hier unsere Trainingsdata hinten dran. Das hier machen wir gerade mal kurz raus. Trainingsdata sozusagen in eine Liste rein. Das ist diese Liste hier oben. Das heißt, wir machen hier einfach einen Punkt Append. Und ja, jetzt packen wir hier einfach die ganzen Image-Tensoren rein. So wie wir es eben machen wollen. Und wenn wir das alles gemacht haben mit jeder einzelnen Datei hier drin, das heißt, jede Datei ist vorverarbeitet, dann wir könnten hier vielleicht noch. Ja, das machen wir gleich. Dann fügen wir die in eine Batch-Datei sozusagen rein, damit wir einen Tensor haben, der sozusagen alle Bilder enthält. Das heißt, wir machen hier noch einen neuen Tensor im Endeffekt. TrainData ist gleich, und jetzt gibt es eine neue Funktion, torch.stack. Und das schauen wir uns jetzt erstmal kurz an. Ich würde sagen, wir breaken hier, wenn wir 256 Bilder haben, denn wir wollen natürlich hier nicht ewig warten oder sowas. Was haben wir denn zur Verfügung? Länge von TrainDataList größer gleich 256, dann breaken wir hier erstmal. Okay, so und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen die alle in einem haben und was muss dann logischerweise hier rein? Naja, wir wollen natürlich aus der Liste sozusagen wieder einen Tensor machen, also wir haben eine Liste aus Tensoren. Jetzt erfinden wir eine neue Dimension für unseren Tensor, das heißt, wir machen aus der Liste sozusagen einfach wieder einen Tensor und deswegen müssen wir hier die TrainingsDataList reinstecken. So, und das gucken wir uns jetzt natürlich erstmal an. Die TrainData. So, und ja, das ist, glaube ich, jetzt relativ spannend, allerdings auch sehr viel Output. Deswegen müssen wir jetzt kurz warten, bis alles vorverarbeitet wird, ganz klar, weil wir hier 256.
52 erstmal einlesen müssen. Dann müssen wir die natürlich transformieren und dann müssen wir sie noch wieder in Tensor umwandeln. Und jetzt sehen wir hier, wir haben 256 Bilder eingelesen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Dimension von 256 Kreuz 3, Kreuz 256, 256. Die vordere Dimension ist die Batch Size, die hintere Dimension drei Bilder, die wir hier oben durch diese Normalizes angegeben haben. Und dann 256 auf 256, so groß ist ein Bild. Cool. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Batch-Size von 256, was relativ viel ist. Was wir jetzt deswegen machen, ist, wir wollen natürlich erstmal hier eine kleinere Batch-Size, aber wir können die anderen, ich glaube, wir haben 25.000 Bilder oder sowas, die anderen können wir natürlich nicht ignorieren. Das heißt, wir sagen jetzt hier, wir brauchen zum Beispiel eine Batch-Size von 64. Wir breaken hier jetzt aber nicht, sondern wir machen hier eine neue Train-Data sozusagen. Und appenden hier torch.stack, die traindataList.append. So, und was ist jetzt traindata eigentlich? Traindata, naja, das ist einfach eine ganz normale Liste erstmal. Und diese Liste enthält einfach erstmal gar nichts und später wird sie dann immer diese neuen Stacks hier enthalten. Warum machen wir das jetzt so kompliziert eigentlich, dass wir jetzt quasi noch eine Dimension anfangen? Ganz einfach, damit wir hier unsere Batch-Size sozusagen direkt drin haben. Das heißt, wir haben hier die Train-Data, die ist eine Liste aus Batches tatsächlich, die wir später durch unser Netz durchlaufen lassen wollen. So, jetzt sind wir hier aber noch nicht fertig. Jetzt müssen wir hier noch die, also wir setzen jetzt sozusagen unsere Train-Data-List wieder auf leere Liste, denn wir haben ja jetzt hier in unserem Stack drin alles, was wir brauchen an Informationen. Das heißt, die restlichen Informationen können wir wieder verwerfen. Und das heißt, wir machen hier einfach eine neue Liste wieder draus. Super gut. So, jetzt zu unseren Labels. Wie machen wir unsere Labels? Ganz einfach, wir hängen jetzt hier in diese Liste, wo wir jetzt gerade unsere Trainingsdata drin haben. Da soll jetzt noch zusätzlich ein Label rein. Gut, wie können wir jetzt hier noch ein Label einfügen? Naja, wir müssen jetzt hier erstmal den Dateinamen natürlich auslesen. Weil ihr wisst, jeder Dateiname hier enthält irgendwie das Label. Das heißt, wir stacken hier jetzt, wir machen sozusagen eine neue Liste, und zwar für diesen Batch die zugehörigen Labels. Gut, das heißt, wir hängen jetzt hier einfach sozusagen unsere Liste an. Wir nennen sie jetzt einfach hier erstmal Target List ist gleich eine Liste. Und dann sagen wir hier Target List Punkt Append. So, jetzt was wollen wir appenden? Beziehungsweise, wie sieht unser Output später von unserem neuronalen Netz aus? Das ist jetzt die allergrößte Frage, die wir natürlich erstmal haben müssen. Und ich würde vorschlagen, wir machen hier einen binären Output wieder mal. Wenn der 0 ist, ist es, also wenn der erste Output 0 ist, dann ist es eine Katze. Wenn der erste Output 1 ist, ist es eine Katze. Wenn der zweite Output 1 ist, ist es ein Hund. Und am Ende machen wir einfach wieder einen Softmax draus. Das heißt, was wir hier wirklich brauchen, ist dann noch eine Liste in der Liste. Wir arbeiten sozusagen mit Listen in Listen in Listen, Listception definitiv. Heute wirklich Listception. Und was wir hier jetzt anhängen wollen, ist natürlich erstmal, ob das Ganze ein Hund ist oder ob es eine Katze ist. Das heißt, ich würde vielleicht vorschlagen, wir lagern das Ganze hier aus. Target nenne ich das jetzt einfach mal hier. Und dann sagen wir hier, is cat ist gleich 1 if cat in was? Naja, in f natürlich. Und else ist es 0. Gut. Und dasselbe machen wir im Endeffekt mit dog. Das heißt, is dog ist natürlich 1, wenn wir hier einen Hund haben und ansonsten ist es 0. Und dann können wir Target hier definieren. Das heißt, das Target, was wirklich für dieses Bild hier gedacht ist, also für genau dieses Bild, was wir hier in diesem Eaton-Durchlauf sozusagen verarbeiten wollen. Das heißt, wir sagen hier is cat, is dog. Und das ist auch das Große, was wir uns jetzt merken müssen hier. Das heißt, wir schreiben uns das jetzt vielleicht irgendwo mal auf, damit ich das auch nicht vergesse. Output Doppelpunkt oder Target besser gesagt. Target is cat is dog. So, wunderbar. Und ja, jetzt haben wir hier eine Liste aus Targets und die müssen wir natürlich noch irgendwo ranpacken. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur einfach diesen Stack aus Tensoren hier, den wir hier benutzen wollen, sondern wir haben ein Tupel mit dem Stack aus Tensoren und der Target-Liste.
damit wir eben auch zu unseren Tensoren alles verfügbar haben. Und ja, jetzt haben wir sozusagen hier die Bilder drin als Tensor jeweils geladen und wir haben hier die Targets, die wir später auch rauskriegen wollen. Okay, sehr gut. Was genau ist jetzt noch nicht ganz okay? Naja, wenn wir das durchlaufen lassen, dann merkt ihr wahrscheinlich, dass wir zuerst einmal alle Katzen haben und alle Hunde. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Nämlich hier dieses F in ListDiam, das nimmt sich einfach natürlich die erste Datei, die zweite Datei, dritte Datei, vierte, fünfte und so weiter und so fort. Und das bedeutet, zuerst kommen alle Katzen und dann kommen alle Hunde. Und das ist doof. Deswegen müssen wir das im nächsten Video noch ändern. Wir sind schon über die 10 Minuten, deswegen würde ich jetzt hier erstmal kurz pausieren. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.